Hören Sie, damit kommen Sie nicht durch. Sie machen sich bloß einen Haufen Schwierigkeiten, mein Freund. In knapp 5 Minuten wimmelt's hier nur so von Cops. Es gehört sich einfach nicht, einen Cop zu entführen. Glauben Sie mir. Sie sind ja eine Frau. Das bin ich schon mein ganzes Leben lang. Hören Sie, hier läuft ein verrückter Mörder durch die Gegend. Sie sollten mich befreien, damit ich Sie vor dem Typ beschützen kann. Ach, ja, es ist erfrischend zu erkennen, dass gewisse Verhaltensweisen sich nie verändern. So wie jeder Mann, den ich kennengelernt habe, sind Sie sicher, dass ich Schutz bräuchte. Und auf Helden wie Sie angewiesen sei. Doch da haben Sie sich leider geirrt. Sie sind der Typ. Ich bin der Typ, ja. Was soll das Ganze überhaupt? Das wissen Sie nicht, Detective? Nein. Es ist bloß ein Spiel. Und warum gerade ich? Ich wusste, Ihren Partner kann man nicht so einfach mit Geld locken. Denn diese Leute brauchen kein Geld, oder? Ich frage mich, wie das so ist. Wovon zum Teufel reden Sie? Sie tun ja so, als wüssten Sie das nicht. Aber Sie brauchen mir nichts vorzumachen. Wieso tun Sie das? Was sollen diese verrückten Morde? Ich genieße es, ein unbeschreibliches Gefühl. Und es ist eine exquisite Herausforderung. Sagen Sie mir, Detective, welcher Grund ist es, aus dem wir Menschen immer wieder bereit sind zu töten? Keine Ahnung. Es geht um die Nahrung. Für Sie vielleicht so, wie Sie aussehen, aber nein, Detective. Es geht um Macht, Kontrolle. Darin lag schon immer der größte Reiz. Und wer tötet, oh, hat die ultimative Kontrolle, so wie sie sonst nur den Göttern eigen ist. Doch wer es schafft, diesen Gipfel der Macht zu erklimmen, verfällt der unstillbaren Sucht, sie zu genießen und das um jeden Preis. Was haben Sie vor? Oh, ganz einfach. Ich stopfe nur etwas Knoblauch in diese harmlosen Geschosse. Keine Angst, Sie brauchen sich deswegen keine Sorgen zu machen. Ich plane ein Experiment mit Ihrem Kollegen. Ich schätze, Ihr Psychiater hat sich vor Verzweiflung erschossen, habe ich recht. Nick wird hier nicht auftauchen und Sie reiten sich bloß immer tiefer rein. Jawohl, immer tiefer. Genauso mag ich es. So, und jetzt muss ich Sie leider verlassen, aber... Passen Sie auf die Bombe auf. Sie ist dazu da, Menschen zu töten. Und das im Umkreis von 20 Metern. Wenn Sie zu viel herumzappeln sollten, dann fliegt sie in die Luft. Und Sie fliegen mit.